Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Black Grün. Wir sind in Oliviana City, ne? Nicht Olivia. Urania, oh, lol. Ups. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe das. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Klar. Klasse, du bist ein bisschen sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Ja, meine Angel halt. Oh yeah. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Das mache ich. Das mache ich. Hallo, hast du gesehen, die MS Anna ankert im Hafen? Ups, falscher Knopf. Nein. Okay. Hallo. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich im giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Oh. Oh. Macholo. Ja, Macholo ebnet das Land. Okay. Ich möchte hier auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Das ist gut. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Der Pokémon-Fanclub, stimmt. Ich liebe mein Jurob. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Oh. Ich bin Vorsitzender der Pokémon-Fanclubs. Haben mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Natürlich. Ja, sehr schön, dann höre ich mir zu. Hör mir zu. Am liebsten mag ich ja Galoppa. Es ist so süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig. War spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Den Radkupon? Oh, geil. Zeige den Radkupon im Fahrradladen von Azuria City. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem E-Bike fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du wärst gerne Rad. Oh, dankeschön. Das werden wir uns demnächst mal abholen. Der Vorsitzende redet gerne über Pokémon. Ja, habe ich gemerkt. Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Okay. Pikachu ist süßer als Jurob. Wenn du das sagst, dann stimmt das wohl. Oh. Der Schneider kann hier eingesetzt werden. Wir haben kein Pokémon, das der Schneider kann. Oh. Bist du ein Habitag? Willst du es gegen meinen Porenta tauschen? Nein. Könnten wir eigentlich machen, aber wir haben einen Habitag. In der Pokémon-Box, aber vielleicht später mal. Hallo. Ich möchte mit allen Menschen Briefe austauschen. Ich schicke mein Taubsi in einen Connex-Club, um Briefe für mich auszutauschen. Okay, interessant. Liebe Niki, ich hoffe, du wirst uns bald wiedersehen. Wie ich höre, stiftet das Team Rocket in Saffronia City Unruhe. In Urania City scheint es sicher zu sein. Oh. Ich lasse jetzt Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Ah. Das ist... Ah, cool. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein bisschen was ein. Hallo. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Eine sind natürlich gut. Wie viele Pokébälle haben wir denn noch? 10, das reicht. Supertränke kaufe ich mal noch. 3, vorsichtshalber. Gegengift haben wir noch 2, das reicht erstmal. Schutz haben wir auch noch 3, das reicht auch erstmal. Hallo. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Bereiche missbrauchen. Das Team Rocket macht mit seltenen Pokémon Geschäfte. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Oh. Dieses Team Rocket hört sich echt nicht schön an. Hört sich echt an wie Arschis. Affen von Urania City. Ah. Was ist hier? Achtung. Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung fällst du nun nach Lavandia. Okay. Dick das Höhle. Ja, da gehen wir jetzt mal nicht rein. Aufwecker gefunden, okay. So, welches Pokémon haben wir denn gerade an erster Stelle? Smetbo. Ich glaube, wir setzen hier Shilock an erste Stelle. Weil wir haben hier, glaube ich, Traumatos, gegen die wir kämpfen müssen. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Natürlich. Und Traumato ist halt Psycho. Und da haben wir halt mit Shilock die beste Antwort gegen, sag ich mal. Rettern. Okay. Da hätten wir natürlich Smetboom anfangen lassen können. Aber egal. Egal. Passt schon so. Machen wir mal Aquaknarre, komm. Ui. Na gut, gleiches Level halt, ne? Ich hasse es. Schilock wurde durch Gift verletzt.
Mega Hieb! Ist auch nicht unbedingt viel stärker, ey. Ist echt ein Ding. Schillock wurde durch Gift verletzt. Oh Mann, ey. Nochmal Mega Hieb. Was? Oh, Schillock! Enttäusch mich. Du enttäusch mich, Schillock. Erstmal wieder hinsetzen. Oder anders hinsetzen. So. Moment, ich muss mein Mikrofon mal eben ein bisschen fester machen. So. So dürfte es sein. Ja, so ist okay. So fühlt es sich richtig an. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir natürlich erstmal ein Gegengift einsetzen. Schillock. Ich werde irgendwann nochmal mein Inventar sortieren. Ich habe das nämlich immer ganz gern sortiert. Nach meiner eigenen Vorstellung, sag ich mal. Okay, da unten ist noch ein alter Mann. Der will auch kämpfen. Ja, versuche dein Glück gegen mich. Mach ich. Mach ich. Oh. Quapsel. Ich habe gerade irgendwie sowas wie Traumato erwartet. Weil der so aussah, als wäre der so ein... Weiß ich nicht. Coole Antwort, ne? Ja, finde ich auch. Wow. Geht ja vom Damage her, ne? Na, okay, zum Glück. Zum Glück ging's daneben. Heilige. Mega-Hieb. Böllert schön. Das ist nice. Sehr gut. Sieper. Ja, komm, wechseln wir mal. Und ich würde sagen, wir wechseln zu Tauboga. Damit wir Tauboga noch mal ein bisschen trainieren. Weil Tauboga noch das Level 20 braucht. Erstmal. Windstoß, komm. Ah, ist gar nicht mal so stark. Wie erwartet. Aber egal, das schafft Tauboga. Ich glaube, ich... Oh, das war schön. Das war sehr schön. Nochmal Silberblick. Hey. Alles klar. Das hat dir nicht so viel gebracht, Sieper. Muss ich ja sagen. Es war... Naja. Fast Level 19, 20. Schade. Das Glück hat mich verlassen. Ja. 1200. Oh. Nimm dich vor Hochspannung in Nacht. Außer jetzt nicht, du hast ein Elektro-Pokémon. Magnetilo. Wir wechseln. Wir wechseln auf Nidoran. Nidorino, natürlich. Und setzen Doppelkick ein, weil Magnetilo hat Schwebe. Das ist halt nicht so geil. Deswegen geht Boden nicht. Aber es ist auch Stahl. Deswegen ist Doppelkick effektiv. Oh. Musste das sein, Magnetilo. So wie ich es jetzt kenne, wird's. Nicht? Oh, ich dachte jetzt war letztes sich selbst, aber okay. Nice. Das ist schön. Magnetilo wurde besiegt. Und als nächstes noch Magnetilo. Alles klar, wir bleiben bei Nidorino. Und hoffen, dass er wieder trifft. Yes. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und hoffentlich ist er nächste Runde nicht mehr verwirrt. Das wäre echt nice. Ich wusste es. Ich wusste es. Er wird sich selbst verletzen. Mindestens einmal. Scheiße. Oh, okay. Stimmt, Ultraschall macht ja 20 Damage. Von Natur aus. Ich glaube, egal gegen welchen Typen es verwendet wird, es macht immer 20 Damage. Magneton! Alter. So, wir bleiben bei Nidorino. Nutzen jetzt aber einmal einen Supertrank. Vielleicht setzt es ja keinen Ultraschall ein. Donnerschock. Ist Nidorino nicht Boden? Oder... Nee. Es ist nicht mehr Boden, ne? Ist es jetzt Kampf? Ich glaube, Nidoking ist später Kampf. Also Giftkampf. Aber Nidoran war, glaube ich, Boden, oder nicht? Ich gucke das gleich nochmal nach. Das interessiert mich jetzt gerade. Und wir haben den Typ besiegt, nur die Rune ist Level 20 gekommen. Ah, der Funk ist übergesprungen.
Yeah. Pokédex. Numerisch. Nidoran. Ne, nur Gift, okay. Nidorino ist auch nur Gift. War der nicht Giftboden oder war Nidoran weiblich Giftboden? Weiß ich gar nicht mehr jetzt, ey. Weiß ich jetzt echt nicht. Wettkämpfe, ich kann Ihnen nicht widerstehen. Ja, okay. Dann nicht. Kunibert. Knuffenser. Okay, ich glaube, wir wechseln instant auf... Ja, komm. Wir wechseln auf Tauboga. Der Tauboga hat schön Windstoß. Gegen das Knuffenser dürfte dann auch sein... Genau, Level Up haben. Genau. Oh. Echt jetzt? Giftbruder? Musste das sein? Das ist uncool. Aber naja, okay. Shillock und Tauboga werden beide ihr Level Up bekommen. Das ist sehr schön. Wachstum. Wow. 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 Na gut. So. Knuffenser besiegt. Shillock Level 22. Und Tauboga Level 20. Oh yeah. Wirbelwind. Nee, brauche es jetzt nicht unbedingt. Mirapla. Ja, alles klar. Das ist auch noch ein leichtes Spiel für Tauboga. Müssen wir gleich nochmal ein Gegengift einsetzen. Nach dem Kampf hier. Und dann geht es Tauboga wieder fit. Oh, sogar. Oh, schön. Volltreffer One-Shot. Das ist natürlich das, was ich mag. Das ist sehr, sehr schön. 300 Erfahrungspunkte sogar. Ist ein gutes Training hier, ne? Immerhin hatte ich eine Chance. Was? Habe ich das gerade richtig gelesen oder? Nee, oder? Habe ich nicht. Ich sollte mir angewöhnen, das nicht alles wegzuklicken. Tauboga ist vom Gift geheilt. Ich war der Meinung, dass es hier ein paar Trainer mit Traumato gibt. Aber irgendwie scheine ich mich geirrt zu haben. Wo sind wir denn hier, ey? Hallo? Na, bis hier habe ich noch nicht verloren. Ha. Jetzt kämpfst du gegen mich. Voltoball. Ja, okay. Ich glaube, der kann... Kann er einen Elektro-Attack? Ich weiß es nicht. Wir kämpfen einfach mal mit Shillock. Ich hab Bock jetzt zu wechseln. Sorry, dass kurz still war. Ich habe einmal was von meinem Kaffee getrunken. Der Ladevorgang ist zwar eine Elektroattacke, aber keine, die Damage macht. Und Voltoball ist besiegt. Der ist nett. Ein Magnetilo. Da kommt doch wieder unser Nidorino in den Kampf. Vielleicht hätte ich ihm vorher einen Trank geben sollen. Weil es jetzt sein kann, dass Nidorino ein dass Magnetilo ein Ultraschall macht und Nidorino besiegt wird. Ich hoffe mal nicht. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Okay. Und ja, nochmal Doppelkick. Nochmal Doppelkick. Das ist die einzige Attacke, bei der wir uns sicher sein können, dass es besiegt wird. Schnabel und Giftstachel könnten vielleicht nicht ausreichen, das ist das Problem. Es gibt immer ein erstes Mal. Ja. Was es ausgerechnet mit uns hat, ist es ein bisschen komisch, alter Opa. Aber okay. Akzeptiere ich so. Erstmal kurz einen Trank für Nidorino. Lassen wir es erstmal bei einem Trank. Na, machen wir mal doch noch einen zweiten Trank. Ich hätte auch einen Supertrank nehmen können, ja, aber... Jetzt war es zu spät. Ein Superball, okay. Hallo? In meiner Klasse bin ich der Beste. Cool. Kannst froh sein, dass ich nicht in deiner Klasse bin. Ein Radfratz, okay. Ja, das dürfte kein Problem sein. Auch für Shillock nicht. Mega Hieb. Ging daneben. Okay. Mega Hieb. Boots. Oh, sogar One-Shot. Das hätte ich nicht erwartet. Dass es ein One-Shot ist, hätte ich nicht erwartet. Noch ein Radfratz. Ja, okay, dann komm. Nidorino, das ist ein gutes Training für dich. Das ist ein sehr, sehr gutes Training für ihn. Doppelkick. Boots. Boah, sogar fast ein Kick reicht aus, ey.
Das ist ein Ding. Ich liebe Doppelkick. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diese Attacke. Damals, als ich Pokémon Rubin gespielt habe, hatte ich mit Jungglut, mit Flamly gestartet und mein Logok-Spieler konnte auch Doppelkick und es war einfach göttlich. Es war noch die Zeit, wo ich nur ein Pokémon immer hatte, weil er nur das Anfangs-Pokémon genommen hat, um das Spiel durchzuspielen. Und dann hat der Doppelkick mir bei der Top 4 der Eistrainerin echt den Arsch gerettet. Schnabel. Sehr schön. Und somit ist doch das Radikal besiegt. Und Nidorino erreicht Level 21. Auf dem Boot müssen wir ihn definitiv nicht mehr trainieren. Also der kriegt... Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Ja. Und vielleicht ein paar andere Pokémon mit reinnehmen. Der kriegt definitiv noch in der Arena genug Erfahrungspunkte. Hallo. Ich habe noch nie gewonnen. Oh. Oh. Das wirst du jetzt auch nicht. Es tut mir leid. Hey, du kannst dich mit dem Typen unten zusammentun. Der hat noch nie verloren. Außer jetzt eben. Ja. Verdammt. Kannst dich doch nicht mehr. Vergiss einfach, was ich sagte. Vergiss es. So. Aquaknarre auf Vulcano. Ah, schade. Kein One-Shot. Biss, okay. Ich hatte schon Angst, dass er Brille einsetzt. Obwohl das, glaube ich, auch nicht so schlimm gewesen wäre. Ja, doch, wenn Smetbo vielleicht in den Kampf gekommen wäre. Weil Smetbo, Käfer und Feuer ist nicht so gut. Und ein Vulpix. Ja, okay. Das ist das Level 23 für Shilock. Ich glaube, dann setze ich gleich mal ein bisschen Smetbo an Anfang. Das wäre, glaube ich, echt gut. Echt jetzt? Doboga. Okay. Ruckzucki, komm. Nice, hat ausgereicht. Jetzt weiß ich nicht, ob es das... Das war nicht mehr das Level-Up. Oh, musste das sein. Das habe ich kommen sehen. Oh. Das ist doof. Hallo. Vorsicht, ich verlege hier Kabel. Ach, schon wieder so... Oh. Hätte ich mal Nidorino an Anfang gesetzt, ne? Er ist jetzt unlucky. Nur ein Magnetilo. Level 21, okay. Das ist Level 23 für Shilock. Nidorino, du bist dran. Oh, gut, hat nicht getroffen, ey. Bin ich froh. Super Shell ist so ätzend. Verwirrung in diesem Spiel, Pokémon, ist halt so nervig. Okay, und Donnerschock, okay. Ist akzeptabel. Ui, auch 20 Damage, das hätte ich nicht erwartet. Hätte so 15 vielleicht gedacht. 14. So in dem Dreh, aber 20 war... Okay. Und Magnetilo besiegt. Shilock Level 23. Nidorino. Wir könnten Shilock auch noch hier, weil auf dem Boot wird er auch nicht viel bringen. Das war ein Stromschlag. Ja. Auf dem Boot wird er halt nicht viel bringen, weil das ist ein Boot und da sind viele Wasser-Pokémon-Trainer, soweit ich das jetzt weiß. Dich hatten wir, naja, Falkling, okay. Deswegen würde es mehr bringen, halt hier noch Shilock ein bisschen zu trainieren. Vielleicht kriegen wir noch Level 25 rein oder so. Meine Pokémon müssen bereit sein. Okay. Hoffen wir mal. Nidoran männlich. Ich muss aufs Smetbo. Ich muss einfach aufs Smetbo wechseln. Wenn er Schnabel einsetzen könnte, ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Smetbo ist halt unsere Waffe gegen Gift. Doppelkick, okay. Das ja, gut. Das ist kein Damage. Konfusion, Smetbo. Oh. Okay, den One-Shot hätte ich nicht erwartet. Um ehrlich zu sein. Das ist natürlich nett. Noch Nidorino, okay. Ja, das Nidorino dürften wir auch backen, würde ich sagen. Definitiv. Bam. Ja, sogar... Wow, okay, Volltreffer. Alles klar, das erklärt es. Alles klar. Schön. Nice, Smetbo. Sehr schön. Ja, Smetbo werden wir auf dem... Du bist schwach, was? Hab dich gerade besiegt, du Arsch. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Okay. Dann wirst du ja wohl ein leichter Gegner sein. Ja, auf dem Boot werden wir Smetbo trainieren, auf jeden Fall. Jetzt... Ja, Smetbo hat gerade nicht so die... Pokémon, ne? Und auf dem Boot wahrscheinlich auch nicht so viel. Aber könnte ich mir... Ich glaube, da waren ein paar Tentachas oder so bei. Die halt ganz gut sind für Smetbo. Und... Ja, auch so, ne? So ein paar dabei. Zuba zum Beispiel ist auch nochmal ein schönes Training für Smetbo. Zwar nicht so krass strong, aber... Beziehungsweise gibt nicht so krass viele Erfahrungspunkte. Aber es ist schon mal besser als nichts, würde ich sagen. Konfusion!
Bam. Oh, schade. Oh, Erstauner. Dort hält es aus. Das hält es mit Bo aus. Definitiv. Und das könnte sogar ein Level-Up sein. Nein, ah, fast. Das ist knapp. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Ja, die Pokémon sind nur so schwach wie der Trainer, ne? Willst du ja nur erwähnt haben. So, gegen dich hatten wir, ne? Ja, okay. Haben wir jetzt alle besiegt, Leute? Okay. Oh, perfekt, der Part ist vorbei. Ja, das ist jetzt doof. Ich gehe noch kurz Pokémon heilen. Und mir gleich noch mal ein paar Tränke kaufen. Und dann gehen wir schon mal zum Boot. Hatte ich hiermit eingesprochen? Ja, ne? Ja, doch, ich bin der Meinung, ja. Hatte ich schon gemacht. Ja. Ja. So, dann können wir schon mal Smetbo an Anfang wechseln. Ich will auf jeden Fall ein bisschen Smetbo trainieren. Ich habe übrigens überlegt, Leute, nachdem das Projekt komplett abgeschlossen ist hier, könnte man ja sagen, okay, ich cheate mir Sonderbonbons und level unsere Pokémon einmal auf 100. Und dann nochmal die Liga durchmachen oder so. Hätte einen gewissen Reiz, muss ich sagen, oder? Dann kaufen wir nochmal 4 Supertränke. Ah, und nochmal vorsichtshalber Gegengift, weil davon haben wir jetzt keins mehr. Nochmal 3, komm. Das wäre ganz cool, oder? Zumindest auch einfach nur bis Level 100 leveln oder so. Ich würde sie auch so leveln, aber das wäre halt zu anstrengend. Weil das Projekt dann komplett vorbei ist eigentlich schon, kann man ja sagen, okay, wir cheaten uns Sonderbonbons und leveln sie einfach mal hoch. Hallo? Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Urania einmal im Jahr. Okay. So, dann würde ich sagen, hier beenden wir den Part erstmal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!